Wetter. Ich mag kein schlechtes Wetter. Elia, was machen wir heute? Weiter schlafen. Darf ich mich zu dir kuscheln? Ja. Schön warm. Ja, wir müssen wir heute drin bleiben, oder? Ja, es regnet ein bisschen draußen. Aber Aben, weißt du, was ich gestern gefunden habe? Was? Ich habe das alte Handy von der Mama gefunden. Echt? Aha, und da sind alte lustige Videos drauf. Cool, können wir uns die anschauen? Ja, aber zuerst wird noch ein bisschen weiter geschaut. Nein, Spaß. Guten Morgen. Ach schnell, die ganze Wärme geht weg. So, ich muss die schnell runterlegen. Ah, schön warm, ne? Okay, Armin, das war das erste Video, was ich gefunden habe. Das ist so lustig. Da war ich, glaube ich, 2 oder 3 und das war im alten Haus. Da hatten wir zwischen Küche und Kinderzimmer so eine Stange mit Ringen. Und da habe ich mich immer reingesetzt und habe geschaukelt. Und da habe ich immer mit Timmy und Ineas gespielt. Das ist so lustig. Schau es dir einfach an. Okay. Schau mal, wie weit die fliegen. Das ist Wahnsinn, oder? Und das, weißt du, da gibt es auch noch eine kleine Zwischengeschichte dazu. Das haben wir vor ein paar Jahren nochmal gefunden. Und der Ineas hat dann gesagt, ja, ich durfte da auf dem harten Boden springen und der Timmy am weichen Teppich. Das ist so unfair. Verstehst du? Weil es die ganze Zeit auf die Fliesen geflogen. Aber gehen wir mal weiter. Aber schau mal, das habe ich als nächstes gefunden. Kennst du das noch? Was war das schnell? Die Timmy und Ineas hatten doch früher so eine Fernsehsendung, oder? Und da haben sie so ein Gruselvideo gemacht und ich durfte dieses Monster spielen und ich habe angeblich meine Tasche im Wald verloren und die haben die dann gesucht und das ist auch voll witzig. Schau's dir an. So Leute, wir sind jetzt hier im Wald hinterm Haus. Hier irgendwo muss die Ilia Tasche verloren haben. Keine Ahnung, wir müssen uns beeilen, es wird jetzt gleich dunkel. Ineas, ich glaube, am besten wir teilen uns auf, ne? Ja. Du gehst dort lang und ich gehe da. Okay. Dass wir uns trennen, war wohl der größte Fehler in dieser Nacht. Es wird wirklich schnell dunkel und im Handumdrehen befinde ich mich mitten in einem stockfinsteren Wald. Voll düster hier. Manchmal könnte ich die Ile echt. Das gibt's ja nicht. Auch Ineas bahnt sich mit seiner Taschenlampe einen Weg durchs Gestrüpp. Okay, da geht's auch rein. Schau mal. Wo ist denn das Täschchen, bitte? Das Täschchen? Und dann waren da noch diese Geräusche. Was war das? Stock. Achso. Bist du deppert? Was ist denn das für ein Gespenster, Alter? Ich habe gleich in die Hose. Plötzlich bekomme ich starke Sehnsucht nach meinem Bruder. Hallo? Ineas! Ineas! Was ist ein Horrorwald hier. Und hast du das gefunden? Also kannst du sicher sein, in der Hälfte des Waldes ist es nicht. Ja, also bei mir ist es auch da. Ja? War das alles nur ein Streich? Ja.
Lustig, oder? Du hast deine Tasche gar nicht verloren, oder? Nö. Wir gehen nach Hause. Komm. Schon gruselig, oder? Ja, das passt zu Halloween jetzt. Stimmt, aber soll ich dir jetzt noch was ganz was Gruseliges erzählen? Okay. Also, wir haben die Scheinwerfer halt aufgestellt, weil es wirklich stockfinster war. Und die Scheinwerfer haben uns so geblendet, dass wir nicht sehen konnten, wer hinter den Scheinwerfern ist. Und wir haben die ganze Zeit so, also im Pfeifen jetzt so. Und dann kam auf einmal von den Seiten ein Knacksen und so. Und wir haben Schritte gehört. Das war wirklich ein Wahnsinn. Da haben wir ganz schnell unsere Sachen gepackt. Wir haben das wirklich nur einmal gemacht. Wir haben es nicht ausgehalten. Und dann sind wir halt zurückgegangen. Und der Nias hat einen Scheinwerfer genommen zur Verteidigung, falls doch irgendwer da sein sollte. Weil er hat sich fast in die Hose gemacht. Und dann beim Zurückgehen haben wir dann gesehen, dass da ein Mann war, der mit seinem Hund spazieren gegangen ist. Vielleicht war das der, aber es war wirklich irrsinnig gruselig. Also nicht besonders lustig. Aber ich suche jetzt mal das nächste Video. Hoffentlich ist das nicht so gruselig. Jetzt kommt noch was Liebes, Abend. Und zwar, da war ich, glaube ich, 4 oder 5. Und da habe ich dem Papa zum Geburtstag ein Ständchen gesungen. Das ist ganz schön. Schau mal. Bezahlen, du ich. Und mein Papa hat noch irgendwie versucht, aus den Akkorden irgendwas Schönes zu machen, aber ich habe einfach den Ton nur gesungen. Aber das war sehr schön, oder? Mhm. Das ist sehr lustig. Ich schaue jetzt noch, wo das nächste Video ist. Arwen, kannst du dich noch erinnern, das ist von unserer früherigen Fernsehserie Ilias Welt? Ah ja, da habe ich auch mitgemacht. Ja, das war das Handstricken. Und das könntet ihr jetzt... Das Armstrecken. Ja, Armstrecken. Das könnt ihr jetzt auch mal probieren. Jetzt im Herbst, einen warmen Schal kann man immer gebrauchen. Ja. Schauen wir es mal an. Herbstzeit ist Blätterzeit. Armin, Atreo und ich nehmen ein kleines Bad im Laub. Das macht echt Spaß, das sieht man uns doch an. Fast schon wie Schnee. Noch ist es warm, aber bald wird es kalt und wir brauchen einen Schal. Und dafür habe ich einen tollen Tipp für euch. Seht mal, ist das nicht ein cooler Schal? Den habe ich selber gemacht. Und wisst ihr, ich habe nicht einmal eine Stunde dafür gebraucht. Ich habe hier alte Wolle von meinem Dachboden. Und das hier, wie ihr sicherlich schon kennt, sind Stricknadeln. Das kennt ihr vielleicht schon von euren Mamas und Omas oder vielleicht könnt ihr auch schon selber stricken mit Stricknadeln. Aber Stricknadeln sind gestern. Ich zeige euch heute nicht, wie man mit Stricknadeln strickt. Nicht mit Fingern, sondern, was für echte Mädels, Handstricken. Und los geht's. Hey Frodo, was machst du denn hier? Geh raus, ich verstrick dich sonst noch. Für das Handstricken braucht ihr nur ganz, ganz dicke Wolle und eure Arme. Diese Farben sind wunderschön. Ihr nehmt den Anfang von beiden Wollknäueln und messt 1 Meter, das ist ungefähr hier, und dann macht ihr eine Schlaufe. Diese Schlaufe macht ihr 10 Mal, dann habt ihr schon mal den Anfang geschafft.
Reihe, hab diese zwei, die vergessen wir jetzt mal, die spanne ich mir hier ein. Machen wir Schlaufe für Schlaufe. Daumen fängt den Faden, Kleinen lässt ihn raus. Und die Schnur zieht er einfach durch. Das macht jetzt wieder 10 Mal, bis alle Schlaufen auf eurem anderen Arm sind. Und so geht's jetzt immer weiter, links, rechts, links, rechts. Dazwischen könnt ihr auch immer da unten ziehen. Den Schal habe ich immer noch und der ist immer noch so urschön. Das Tolle ist, dass man bei einer dicken Wolle echt schnell ein Ergebnis sieht. Das geht ruckzuck. Wow, so lang schon. Du bist doch so klein. Wenn ihr fertig seid, dann verknüpft ihr einfach beide Enden des Schals. Den letzten Zipfel der Schnur schneidet ihr einfach ab. Fertig ist mein Loopschal, made by Ilia. Versteht er dir? Und wie findet ihr ihn? Dein Gesicht am Ende. Und was machen wir jetzt? Jetzt habe ich mir noch gedacht, weil wir so viele Fanpakete haben, machen wir noch ein Fanpaket auf. Yay! Komm, aufstehen. Okay. Ich kann wieder sehen. Wieder aufstehen. Oh. Ja, die wartet schon ziemlich lange. Jetzt packen wir aus. Mhm. With love steht da drauf. Ich schneide das Pizza-Tape mal ab. So. Sehr gut. Oh mein Gott, wir haben neue Schuhe bekommen. Nein, es ist nur ein Schuhkarton. Und der ist nochmal getaped. Okay, ist das drin? Okay. Badam. Oh mein Gott, wie süß. Schön. Oh. Oh mein Gott, wie süß. Und da hinten ist Ilias Welt. Oh, voll süß. Sie hat mir sogar eine Hatsune gezeichnet. Schaut mal. Boah, voll cool. Das ist mein erstes Fanpaket. Voll cool. Also, sie hat geschrieben. Liebe Ilia, ich schaue deine Videos schon länger und feiere sie sehr. Ich schwöre, ich habe noch keins deiner Videos verpasst. Übrigens liebe ich Soluna ebenfalls und schaue es, während ich diesen Brief schreibe. Ich mag deine Lebensfreude und positive Art. Man merkt, dass du viel Lust und Arbeit in deine Videos steckst und auch dir, Arvin, merkt man an, dass du viel Spaß hast. Danke, hab euch lieb. Livia. Oh, danke, Livia. Voll lieb. Oh ja, sie hat... Oh, wir haben ein goldenes Blatt bekommen. Voll cool. Wow. Das müssen wir irgendwie irgendwo hinbringen, wo es nicht kaputt wird. Legen wir es mal hin. Okay. Wow. Oh, hier sind viele goldene Blätter. Cool. Also hier hat sie geschrieben, eins davon gehört dir und das andere Arvin. Okay, welches willst du? Das ist 3, das ist 1. Dann beginnen wir mit 1. Möchtest du eins davon? Okay. Voll süß. Brauchst du die Schere? Nein. Da ist die Schere. Weiß ich auch schon. Ja. Geil. Das ist Zufall. Wir könnten nicht. Oh mein Gott. Das ist sogar die. Schau dir das. Das ist die gleiche Person. Oh, das ist voll cool. Was ist das? Das ist Rouge, glaube ich. So. Wow, voll cool. Dankeschön. Und sie sieht auch ein bisschen aus wie ich.
gewesen wäre. Oh mein Gott. Das ist ein goldenes Einhorn. Schön. Das ist mega cool. Ich glaube, das hat sie, glaube ich, sogar selbst bemalt. Das ist voll cool. Ich glaube, das passt auch zu den goldenen Blättern. Ja. Boah, das ist mega cool. Vielen lieben Dank. Das werde ich mir bestimmt. Ich werde mir wahrscheinlich diesen Tiger nehmen. Ich werde die fix irgendwo in meinem Zimmer hinstellen. Wow. Und du nimmst es einfach, oder? Okay. Okay, wir müssen noch einen Platz dafür finden, aber vielen Dank. Das ist mega cool. Schön. Also, das ist echt mega viel Arbeit. Okay, das letzte machst du. Soll ich auch machen? Ja, mach du. Okay. Gut. Da-da-da-dam. Oh, voll süß! Oh mein Gott. Schaut mal, das hat sie selbst gebastelt. Und das ist so ein Notizheft. Oh, voll süß. Das werde ich bestimmt für die Schule verwenden. Oh. Schön. Boah, ist das schön. Ich kann leider nicht so gut zeichnen, dass ich sowas hinbekommen würde. Aber das ist voll lieb. Dankeschön. Ist das auch mal schön? Das ist, glaube ich, so mit Krabbpapier oder wie das heißt. Aber voll cool. Liebe Livia, vielen lieben Dank für dieses Mega-Fan-Paket, dieses süße Notizbuch und diese coolen Schleiffiguren. Du bist bestimmt das eine. Ja. Und ich nehme den Tiger und ich habe gerade gesehen, dass das hier ein Glitzerpuder ist. Auf jeden Fall mega, mega cool. Danke für das coole Plakat, das werde ich bestimmt irgendwo in meinem Zimmer aufhängen. Hier nochmal. Hui! Das ist so cool. Ganz, ganz lieben Dank. Bitte schau weiter in meine Videos. Ich kann dir nicht genug danken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und den Tiger stelle ich jetzt auf mein Fensterbrett.